Bevor das Video startet, Freunde, ich habe letztens ein richtig cooles und special Video hochgeladen, was leider noch nicht alle von euch gesehen haben. Klick jetzt oben auf das i und schau dir das Video auf jeden Fall an, das darfst du nicht verpassen. Und wenn ihr alle auf dieses Video geht und das Video liked und kommentiert, gibt es bald eine richtig krasse Verlosung mit Robux, meinem Merch und noch vieles mehr. Hey Freunde, schön, dass du wieder eingeschaltet hast und herzlich willkommen zu Centex Gruselstunde, wo ich dir ein paar Gruselgeschichten erzählen werde. Oh yeah. Und wenn du keine weiteren coolen Videos mehr verpassen willst, klick einfach auf Abonnieren und rechts daneben auf die Glocke und gib dem Video jetzt schon mal gerne einen Daumen nach oben. Und dann bist du auch ein Teil der Centex Army. Das würde mich sehr, sehr glücklich machen. Und heute, Freunde, wird es mal wieder sehr, sehr gruselig. Ich werde dir heute nämlich mal richtig krasse Horror-Stories erzählen. Und wenn du vor sowas Angst hast, Freunde, musst du dir das Video nicht anschauen. Dann klick einfach auf ein anderes Video von mir. Aber wenn du jetzt immer noch dran geblieben bist und keine Angst hast, dieses Video bis zum Ende zu schauen, begrüße ich dich nochmal recht herzlich zu meiner Gruselstunde. Wir werden uns heute bestimmt ein paar Mal zusammen erschrecken, aber ich werde immer an deiner Seite bleiben und zusammen werden wir die Gruselgeschichten schon schaffen. Okay, die erste Gruselgeschichte lautet die Mobber. Okay, Freunde, ich bin mal gespannt, was das hier ist. Hier stehen auf jeden Fall drei Mädchen. Haha, sie ist so hässlich. Hey, warte mal, das sag mal nicht. Ha, du hast so recht. Und über wen reden sie? Und oh, oh, sie reden über das Mädchen, Freunde. Und diese drei Mädchen lachen das Mädchen einfach aus. Das macht man nicht, Freunde. Man ärgert doch einfach so keine Leute und sagt, dass die hässlich sind. Das ist echt total unfair. Vor allem, das sind drei Leute. Und das ist nur so ein armes Mädchen. Und das Mädchen sagt, ach, sie werden eines Tages sehen. Eines Tages werden sie alle Rache bekommen. Okay, da bin ich mal gespannt. Und, oh, wieso hat die kein Gesicht? Ah, das ist schon ein bisschen gruselig. Naja, weiter geht es. Was ist denn jetzt los, Freunde? Und, oh, oh, die drei Mädchen gucken jetzt alle gerade Fernsehen. Und was steht da im Fernsehen? Oh nein, das arme Mädchen hatte keine Lust mehr auf ihr Leben gehabt. Sie war so, so traurig einfach, Freunde. Und jetzt ist sie im Himmel und ist einfach von uns gegangen. Und warte mal, wieso habe ich so Mädchenhaare? Was ist denn jetzt los, Freunde? Und warte mal, und was machen die bösen Mädchen? Haha, endlich sind wir sie los und sie ist im Himmel. Aha, genau, sie hat es verdient. Hey, die sind so böse, Freunde. Das Mädchen ist nicht mehr am Leben, weil sie so, so traurig war. Und sie machen sich immer noch drüber lustig. Das macht man sich nicht. Und warte mal, das eine Mädchen weint aber. Und sie sagt, hey, ihr seid so, so böse. Lass mich in Ruhe, ich gehe jetzt. Okay, Freunde, wenigstens ein Mädchen hat es bereut, dass man hier keine Leute machen soll. Okay, und das Mädchen geht jetzt in den Wald und sagt, oh nein, ich habe meine Schlüssel vergessen. Und dann kehrt sie wieder zurück und... Warte mal, was ist denn hier los? Oh mein Gott, ich muss hier wegrennen. Oh Gott, ey, Freunde, die zwei Mädchen, die gerade noch im Fernsehen zugeschaut haben, sie liegen jetzt einfach hier auf dem Boden rum, einfach. Oh Mann, und ich glaube, das Mädchen hat dir gesagt, eines Tages werdet ihr Rache bekommen. Und ist das jetzt die Rache von dem Mädchen, was sie die ganze Zeit gemobbt haben? Das ist ja schrecklich. Oh, was ist denn jetzt los, Freunde? Das Mädchen ist wieder im Wald, aber warte mal, da ist anscheinend Veronika, das Mädchen, was sie gemobbt haben. Und sie ist hier als Geist im Wald anscheinend unterwegs. Und sie fragt auch so, warte mal, bist du wirklich Veronika? Und... Warte mal, Freunde. Das Mädchen ist verschwunden im Wald. Was ist denn jetzt passiert? Und hier steht nur noch an der Wand. Sie haben es verdient, Veronika. Was war das bitte für eine erste Gruselgeschichte, Freunde? Die Mädchen haben die ganze Zeit Veronika geärgert. Und dann haben sie eines Tages die Rache von dem Geist von Veronika bekommen. Und sie hat alle Mädchen geschnappt. Oh Mann, okay. Das war richtig gruselig. Zweite Horrorgeschichte. Kleiner Bruder. Ja, okay, das ist... Das ist ein interessanter Titel und oh oh, was ist denn da los? Ich vermisse dich so sehr, kleiner Bruder. Oh nein, Freund, ich glaube, der kleine Bruder ist hier unter dem Grab einfach und ist scheinbar nicht mehr am Leben. Und das ist, glaube ich, der große Bruder. Und der sagt, ich vermisse dich, kleiner Bruder. Oh Mann, das ist echt sehr, sehr traurig einfach. Und oh, warte mal. Und der Junge sagt jetzt, ich glaube, ich muss gehen, aber was ist das bitte? Hinter
HD. Ist das etwa der Geist von dem kleinen Bruder, der aus dem Grab rausgekommen ist? Und schaut ihn euch in eure Augen an. Das sieht echt so, so horrormäßig aus. Oh Mann, du Mann. Okay, er hat aber anscheinend nichts davon mitbekommen. Es wird spät. Ich glaube, ich sollte schlafen gehen. Okay, Freunde, jetzt bin ich mal gespannt, was als nächstes passieren wird. Und warte mal, wer ist denn da unter dem Bett einfach? Hallo? Ist irgendwer da? Ich glaube, der Bruder hat's auch gemerkt. Und ja, hier ist jemand. Ich glaube, der Geist vom kleinen Bruder. Oh Mann, das ist sowas von gruselig, Freunde. Und was ist denn jetzt los? Ah, wer bist du? Aha. Hey, großer Bruder. Das ist wirklich der Geist vom kleinen Bruder. Was passiert hier, Freunde? Das ist echt sowas von gruselig und er ist aus dem Grab rausgekommen. Und was wird als nächstes passieren, frage ich mich gerade. Weil ist der kleine Bruder nett oder ist er wirklich böse? Und wird er dem Bruder jetzt irgendwas antun? Warte mal, was ist denn... Nein, was ist denn hier passiert? Der kleine Bruder hat seinen eigenen Bruder einfach umgeschnetzelt und er sagt, haha, jetzt können wir endlich zusammen als Geister leben. Oh Mann, was ist denn da los, ey? Das war echt eine richtig unheimliche und schlimme Geschichte. Der kleine Bruder hat seinen großen Bruder einfach umgeschnetzelt, nur damit sie jetzt beide Geister sind. Oh Mann, okay, wir kommen direkt zur nächsten Horrorstory, The Kija Boy. Okay, mal schauen, was das jetzt für eine Geschichte ist. Hier sind auf jeden Fall hier drei Jungs am Start. Und was sagt der eine? Hey, Freunde, wir können ja vielleicht mal die Kuja Board Challenge ausprobieren. Und ich weiß gar nicht, was die Kuja Board Challenge ist. Aber wir werden das gleich schon zusammen herausfinden. Ich bin mir nicht so sicher, ob das so eine gute Idee ist, sagt der eine. Und er sagt, ja, lass uns das auf jeden Fall machen. Das hört sich sehr, sehr gut an. Anscheinend ist diese Challenge irgendwie ein bisschen gruselig und auch sehr, sehr gefährlich. Und mal schauen, ob die drei Jungs diese Challenge wirklich hier machen werden. Hey, das wird schon nicht schlimm sein, sagt der eine Junge. Ach, komm schon, okay. Und sie versuchen, ihn gerade zu überreden. Und dann sagt er, okay, dann lass uns mal die Challenge ausprobieren. So schlimm kann es ja nicht werden. Freunde, ich glaube, diese Challenge hätten die drei Jungs nicht machen dürfen. Und warte mal, was machen die jetzt bitte hier für eine Challenge? Sie wollen irgendeinen Geist beschwören. Wir können versuchen, mit meinem nicht mehr lebendigen Onkel zu reden. Sein Name war Matt Lightwood. Oh Mann, Mann. Und sie beschwören gerade den Geist vom Onkel. Matt Lightwood. Wir beschwören dich. Bist du da? Und der Zeiger zeigt auf Ja! Oh, was ist denn hier? Was? Der Zeiger hat wirklich auf Ja gezeigt. Das bedeutet, er kann uns hören. Und da ist er, Freunde. Das ist anscheinend der Geist vom Onkel. Und sie haben ihn gerade beschwört. Und ich glaube, das werden sie auch noch bereuen. Und was ist denn bitte jetzt hier los? Und warte mal. Der Junge ist verschwunden. Wo ist Simon hin? Was? Ich weiß es nicht. Was ist passiert? Oh mein Gott, Freunde. Der Geist ist weg. Und der Simon ist auch weg. Ich glaube, der Geist hat ihn geschnappt. Und warte mal, was passiert hier? Wer bist du und was hast du zu Simon gemacht? Oh, bitte lass uns in Ruhe. Und was hat der in der Hand, Freunde? Das ist Simon. Er ist wieder zurückgekehrt mit einem Messer in der Hand und mit roten Augen. Euer Freund Simon ist weg. Und ihr werdet jetzt auch verschwinden. Oh Gott, ich glaube, ich weiß schon, was er machen wird. Er wird die beiden... umschnetzeln. Er hat's getan. Bitte lass uns in Ruhe. Und er sagt, niemals, ich werde euch kriegen. Oh Mann, das war auch echt sehr, sehr gruselig, Freunde. Die haben echt einfach diese komische, gefährliche Challenge gemacht. Und der Junge hat schon von Anfang an gesagt, dass es keine gute Idee ist. Aber sie haben ihn noch überredet. Und am Ende, Freunde, haben sie es bereut. Und es hat echt gar kein gutes Ende gefunden. Okay, dann würde ich sagen, wir kommen zur nächsten Horrorgeschichte. Mirrors, also Spiegel. Okay. Was ist jetzt hier los? Hey, Süße! Und hallo, Papa, ich bin zu Hause. Yeah, okay. Da kommt anscheinend die Tochter gerade nach Hause. Bis jetzt alles ganz normal, gar nicht gruselig. Und sie schaut sich im Spiegel an und sagt, oh, ich sehe so hübsch aus. Und sie sieht echt gar nicht mal so schlecht aus, muss ich sagen. Also sie schaut sich ganz normal im Spiegel an. Alles ist bis jetzt ganz normal in Ordnung. Und oh mein Gott, jetzt ist es nicht mehr in Ordnung. Was passiert hier? Ich bin doch nicht so hässlich. Was passiert hier? Sie ist auch gerade total geschockt. Und was passiert hier bitte einfach im Spiegel? Das sieht echt ganz und gar nicht gut aus, Freunde. Was hier passiert und warte mal. Ah,
hier sind überall Spiegel. Schaut euch das mal an. Aus einem Spiegel wurden 6 verschiedene Spiegel. Und überall ist das gleiche Horrorbild von dem Mädchen zu sehen. Das ist echt sehr, sehr gruselig, muss ich sagen. Okay, wir gehen direkt weiter und warte mal. Wer bist du? Bitte lass mich in Ruhe. Und warte mal, Freunde. Ist da gerade irgendein Mädchen aus dem Spiegel gekommen? Oder wer ist das? Von wo kommt sie? Das sieht nicht gut aus. Und warte mal, was ist passiert? Und sie antworten, ich bin Alice. Ich bin Alice. Ich bin auch Alice. Und das war auch Alice. Und die Spiegelbilder von Alice haben sie einfach geschnappt und sind aus dem Spiegel rausgekommen. Oh, Freunde, ich krieg schon ein bisschen Gänsehaut, muss ich sagen. Ey, ich hätte niemals gedacht, dass in einen Spiegel zu schauen so gruselig werden kann, Freunde. Oh Mann, also diese Horror-Stories sind wirklich ultra, ultra gruselig und halten auch ihre Versprechen. Okay, dann würde ich aber sagen, Freunde, wir kommen jetzt zu allerletzten Gruselgeschichte. Ich hoffe, du bist natürlich immer noch am Start und für einen zweiten Teil von den Horror-Stories, lass dem Video genau jetzt gerne einen Daumen nach oben da und schreib mal jetzt unten in die Kommentare, welche Geschichte fandest du bis jetzt am aller gruseligsten. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und jetzt kommen wir zur letzten Horrorgeschichte. Der Hund im Keller. Okay, das hört sich auch sehr, sehr interessant an. Okay, wir starten hier ganz normal erstmal mit einem Mädchen. Und das Mädchen hört einen Hund weinen im Keller. Und sie fragt, Mami, kann ich da unten in den Keller gehen? Ich habe jemand weinen gehört. Okay, Freunde, und anscheinend ist das der Eingang oder der Untergang in den Keller, Freunde. Oh Mann, ich glaube, Mädchen, geh nicht in den Keller. Ich glaube, das wird echt nicht gut enden für dich, aber noch weiß ich es ja nicht. Und nein, Schatz, du darfst da auf keinen Fall runtergehen. Es ist super gefährlich. Ich kann ja nicht sagen, warum, aber versprichst du mir bitte, dass du niemals nach unten gehst in den Keller. Und das Mädchen sagt, nein, ich muss aber dem Hund helfen. Ich habe da wen gehört im Keller. Okay, Freunde, ich hoffe, das Mädchen hört wirklich auf ihre Mutter, weil sonst wird das Ganze gar nicht gut enden. Mädchen, nicht in den Keller gehen, wenn das deine Mutter schon sagt. Dann musst du natürlich auch für deine Mutter hören, weil es wird schon einen Grund haben. Und warte mal, was ist denn jetzt los? Sie rennt die Treppen nach unten in den Keller und die Mutter schreit, nein! Oh nein, Freunde, das sieht echt ganz und gar nicht gut aus. Und sie ist jetzt wirklich im Keller angekommen. Und hier liegt sogar Blut auf dem Boden und sie sagt, ach, hier ist gar nichts. Und sie ignoriert einfach das Blut, was hier rumliegt. Aber von wo kommt das, Freunde? Ich meine, hier kann doch nicht einfach so ohne Grund Blut liegen. Und jetzt ist das Mädchen wirklich alleine unten im Keller. Ich glaube, das war echt gar keine gute Idee von dir, Mädchen. Und warte mal, was denn jetzt los? Das ist doch die Mutter vom Mädchen. Aber was macht die Mutter vom Mädchen hier? Und warte mal, das Mädchen, das hat das gar nicht gesehen. Und sie sagt, naja, dann gehe ich halt wieder nach oben. Oh Mann, Freunde, was ist hier bitte mit der Mutter passiert? Wir werden es niemals herausfinden, aber es hat anscheinend irgendwas mit einem mysteriösen Hund hier im Keller zu tun, der anscheinend hier geweint hat, um die Mutter oder das Mädchen anzulocken in den Keller. Und dann hat sich der Hund heimlich die Mutter geschnappt. Was war das bitte für eine krasse Gruselgeschichte? Okay, Freunde, dann würde ich aber sagen, das waren hier so die ersten paar Horror-Stories. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, wisst ihr, was zu tun ist, lasst die Video gerne einen Daumen nach oben da und dann wird es auch einen zweiten Teil geben. Und dann würde ich aber sagen, Freunde, das war's mit dem heutigen Video. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, liken, abonnieren und die Glocke aktivieren und dann verpasst du auch keine weiteren coolen Videos mehr und dann bist du auch ein Teil der Syntex-Army und dann sehen wir uns morgen wieder bei einem neuen Video. Bis dahin, tschüssi!